Frage. Also, für Autoren ändert sich nichts und alles. Das ist auch eine saugute Antwort. Nein, es gibt Autoren, die finden das eine unziemliche Behelligung. Die möchten nicht irgendwie rausgezählt werden. Die entäußern sich in ihrer Welt. Sie schreiben ihre Bücher und möchten nicht gefunden werden, möchten nicht kommunizieren und sagen, meine Bücher sprechen für mich, ein Ende damit, macht ihr, was ihr wollt. Diese Autoren lieben auch Verlage, weil die Verlage nehmen ihnen Öffentlichkeit ab und stehen vor ihnen. Für die Autoren ändert sich nichts. Aber für die Autoren, und davon gibt es viele, mein Lieblingsbeispiel im Augenblick ist Sebastian Fitzek, wahnsinnig aktiv draußen in den Netzen. Der macht aus seinen Lesungen auch Social Media Events und tweetet und bloggt und schickt Fotos rum und macht. Der ist natürlich der Autor, der von dieser Entwicklung, also der Typautor, der von dieser Entwicklung am meisten profitiert und der ganz neue Plattformen kriegt und der dem Verlag sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Aber für den Verlag, und der den Verlag irgendwann vielleicht dann doch nicht mehr braucht. Also diese Autoren sind natürlich tendenziell auch immer ein bisschen bedrohlich für die Verlage, die sagen, das ist ja super toll und da passiert ganz viel. Und irgendwann sagt Sebastian Fitzek sich, wenn wir nur noch EPUB, Mobi Pocket, PDF und andere mit oder ohne DRM Dinger verkaufen, sagt sich Sebastian Fitzek vielleicht, eigentlich tun die gar nicht so viel für mich und ich habe eine Community von 250.000 Leuten oder so. Das könnte in 5 Jahren absolut eine Größenordnung sein, die da gut erreichbar ist. Also für Autoren ist Social Media auch eine Chance von Verlagen, so ungern ich das sage, aber von Verlagen unabhängig zu sein. Und Verlage müssen, und das ist auch eine Aufgabe, die ich mir stelle und die ich immer auch meinen Kollegen immer sage, Leute, ihr müsst gute Argumente haben. Wir werden anders als früher gefragt werden, ja gut, okay, du bist also Tertio. Und jetzt, was tust du? Ja, du sagst, es ist eine gute Geschichte. Ja. Das wird nicht reichen. Und es ist so. Ja.